Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Breath Edge, dem DLC, und ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir jetzt mal so langsam hier mal irgendwie klar Schiff kommen, denn, You can use crafting machines like this one to exchange resources for useful items. Ja! Previous tests have shown that it's difficult to create useful items in conditions of hypoxia. So, wir wissen, was wir zu tun haben. Ich bin jetzt auch ein bisschen raus, wir müssen jetzt ein bisschen gucken, dass wir hier klarkommen. Wir haben es ja fast geschafft beim letzten Mal. Holy shit. Und dann auf einmal bleiben wir kurz vor Ende, kurz vor Ende stehen, aber irgendwie, aber irgendwie auch wieder nicht, ne? Ganz merkwürdig, denn irgendwie stand auf einmal 60 Minuten da. Also, ich bin noch nicht so ganz sicher, ob das alles klappt, was wir da vorhaben. Oder beziehungsweise, was da von uns verlangt wird. So. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen, da ist noch ein bisschen Aluminium und alles, das werde ich jetzt direkt schon mal organisieren. Alles das, was wir brauchen, das werde ich jetzt für uns holen. Was wir brauchen für die Sauerstoffkerze. So. So, wir haben auch einen Technikanzug. Ich weiß gar nicht, haben wir dadurch jetzt ein bisschen mehr Sauerstoff wie letzte Mal? Your body will be transferred to the Institute of Taxidermy. Ach, das ist doch super. Ja. Natürlich, selbstverständlich. Ich habe doch volles Verständnis dafür. Aber sowas von. So, wir brauchen auch ein bisschen Metall, ne? Falls man mal Dings kaputt geht, unser Knüppel und so. Hier waren, glaube ich, auch noch Sauerstoffkerzen drin, oder? Oder war das... Nee, ein Bohrer war, glaube ich, hier. Benutzen. Hier war, glaube ich, da eine Sauerstoffkerze, ein Bohrer, genau, und... Keine Batterie, doch da. Ja, das machen wir doch. So, wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Aluminium. Deswegen würde ich jetzt schon mal ein bisschen was organisieren. Wir haben am letzten Mal ja gelernt, dass wir Aluminium ganz viel brauchen. Und das darf uns nicht ausgehen. Ich lasse mal zu früh los. Und dann brauchen wir Alkali für hier. Den Greif haben wir ja auch. Benutzen. Ganz vorsichtig jetzt. Diesmal schaffen wir es. So. Nochmal Aluminium Alkali irgendwo. Da. Sehr schön. Nice. Alles abbauen. So, ich gehe davon aus, dass wir es diesmal schaffen werden, über die halbe Stunde zu kommen. Ich hoffe mal. Alkali nehme ich auch nicht mehr mit. Weil jetzt haben wir, glaube ich, soweit auch, glaube ich, alles. Wir brauchen noch Titan, das weiß ich noch. Da, weil ist jetzt auch schon ein bisschen länger her jetzt mit der Aufnahmesession. Deswegen hole ich mir jetzt mal eben schnell Titan. Und zu essen und trinken wollen wir natürlich auch. Ja, Sauerstoff nicht unbegrenzt. Und essen, trinken dürfen wir auch nicht vernachlässigen nach einer Zeit. So, da ist auch nochmal Titan. Da ist auch nochmal Titan und dann schmeißen wir uns mal eine Kerze ein. Auch nochmal Titan, vielleicht nochmal Essen und Trinken mitnehmen. Das brauchen wir auch, Trinken. Wupp, sup. So, hier. Gut, dann hier nochmal gucken. Können wir hier nochmal vielleicht eine Batterie rauszaubern? Ja, zwei Stück sogar. Den Rest lasse ich liegen, weil ich will nicht zu viel mitnehmen, was wir nicht brauchen. Na, wir haben 4 Minuten jetzt schon mal überlebt. Vielleicht jetzt schon mal ein paar... Sauerstoffkerzen herstellen, die wir benötigen. Batterien können wir auch herstellen, weil wir Alkali jetzt haben. Weil wir brauchen ja Aluminium, Batterie, Titan. Das ist die wichtigste Ressource, die wir jetzt aktuell brauchen, die Sauerstoffkerze. Davon würde ich, wie gesagt, ein paar herstellen. Und dann essen und trinken. Einen mache ich noch, dann nutzen wir erstmal eine. So, warte. Benutzen. Dann können wir wieder welche herstellen. Ausrüstung, Gegenstände. Okay, Titan brauchen wir jetzt noch. Lass mich ein wenig auf Titanreise gehen. Wenn ich Titan finde. Ist das Titan da oben? Puh, jetzt mal gucken. Titan, Alter. Nicht, dass es jetzt zum Verhängnis wird, dass wir keinen Titan mehr haben. So, da ist nochmal Titan. Ich sehe es. Da ist auch nochmal eine kleine Kugel Titan. Nicht schlimm, machen wir. So,
Auch nochmal Titan. Titan. Ja, wir haben ein paar Sauerstoffkerzen. Das heißt, ein bisschen Titan sammeln. Vielleicht gleich nochmal ein bisschen Metall. Damit wir vielleicht nochmal gleich ein... Denn unser Schläger ist gleich kaputt. Unser Prügel hier. Prügel. Essen mitnehmen. Da habe ich dann nochmal Titan gesehen, oder? Nee, das ist Plastik. Das ist Kupferkabel. Okay. Metall. Wenn wir gleich nochmal einen bauen müssen, haben wir nochmal ein bisschen Metall. Okay, wir haben viermal Metall. Also so, ganz gemächlich gleiten wir dahin. So, und dann würde ich sagen... So, warte mal, Gegenstände, Sauerstoffkerze. Da werden wir, wie gesagt, einige von brauchen. Was brauchen wir denn? Batterie. Können wir herstellen? Erstmal eine Sauerstoffkerze nehmen, dann eine Batterie herstellen. Davon machen wir jetzt erstmal welche. Weil wir haben ja genug Alkali dafür. So, da haben wir ja genug gesammelt. Metall und Alkali brauchen wir. Seht ihr? Also brauchen wir auch gleich Metall nochmal ein bisschen. Dann würde ich gleich nochmal bei der Ausrüstung nochmal ein wenig den Knüppel bauen. Genau, jetzt brauchen wir nämlich Metall. Warte mal, ich baue mir den schon mal. So, warte mal. Ausrüstung, Werkzeuge, dickes Isolierband. Oh, oh. Oh nein. Fuck. Natürlich kein dickes Isolierband hier drin, ne? Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich hoffe, hier ist was drin. Ich hoffe, wir kriegen das kaputt. Mit zwei Schlägen. Natürlich nicht. Was machen wir denn jetzt? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Wie kommen wir denn jetzt an den... Hatten wir den nicht auch irgendwo gefunden? Diesen Schläger? Also diesen Knüppel? Da ist noch eine Sauerstoffkerze, nice. Ich guck gerade, ob wir... dickes Isolierband irgendwo also irgendwo rumfliegen haben. Dass wir es vielleicht irgendwo finden. Weil so sind wir jetzt eigentlich ganz gut auf dem Damm. Batterien haben wir ja. Wir können ja ein bisschen was herstellen. Wir brauchen aber nochmal Titan. Da oben ist auch nochmal Titan. Aber dickes Isolierband wäre halt supi. Ja, ich weiß. I know. Ja. Alles gut. Bleib easy. Bleib entspannt und cremig. Dickes Isolierband. Ich guck mal, ob ich da was finde vielleicht. Da ist nochmal Titan. Ich weiß auch gar nicht, ob die Ressourcen nachspawnen. Das würde mich mal brennend interessieren. Alkohol. Eigentlich wollte ich es nicht mitgenommen haben, aber ich dachte mir, nimmst du mal mit. So, wo ist jetzt hier... Sauerstoffkerze. Dickes Isolierband wäre schön. Titan. Titan? Hallo? Ich fliege vorbei. Oh Gott. Haben wir nicht sogar eine... Was ist das denn hier? Okay. Metall. Dickes Isolierband. Alter Schwede, wo kriegen wir das denn her? Ohne Knüppel ist blöd. Ich weiß es auch nicht mehr genau, wo wir den gefunden hatten. Ich weiß, dass wir einen definitiv gefunden hatten. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo der war. Ich guck mal, ob wir nochmal ein paar Sauerstoffkerzen jetzt herstellen können. Lösche deinen Durst. Oh, oh. Ich will nicht verdursten. So, warte mal. Wasser herstellen. Am besten zwei Stück. Vielleicht zu essen auch herstellen. So. Genau, und dann essen und trinken wir mal. So. Benutzen. Eine Sauerstoffflasche. Vielleicht nochmal trinken. Können wir nicht. Okay. Sauerstoffkerze. Nice. Wie gesagt, wir brauchen ein dickes Isolierband, damit wir den Knüppel herstellen können. Okay. Das klappt ganz gut. Wir sind ganz gut im Flow, ne? Muss man sagen. Soweit sind wir ganz gut im Flow. Wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir jetzt irgendwie an Isolierband kommen. Was brauchen wir denn dafür noch für die Kerze jetzt? Batterie. Können wir herstellen? Ja.
Dazu brauchen wir natürlich Metall, ne? Ich baue nochmal eine Kerze. Damit kommen wir jetzt erstmal ein bisschen. So, warte, ich nehme eine. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie an dickes Isolierband kommen. Vielleicht da. Fuck. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass wir jetzt hier irgendwie nicht an das Isolierband kommen. A synthetic monkey with an implanted chip completed this test before you. It assembled this device in 2 minutes. But you did well too. Ah ja, okay. Ja, wir werden es auch schaffen. Jetzt brauchen wir nur den Knüppel. Verdammt, ich habe das vergessen. Wo ist der? Und wo ist dickes Isolierband? Mann, können wir das nicht? Ja. Ich sehe was. Ich werde es einfach nicht finden, okay. Sauerstoff nicht unbegrenzt. Ja, lass mich mal eben hier Dings sammeln. Ich weiß, wir sollen eigentlich auch, wir sollten dickes Isolierband sammeln, aber Aluminium brauchen wir natürlich auch. Deswegen nehme ich das jetzt mal mit. So. Dickes Isolierband. Puh. Wenn das noch irgendwo fliegen würde, wäre super. Damit man sich wenigstens überhaupt einen von den Dingern bauen kann. Ist da oben irgendwas? Was ist da? Schwarmarama. Oh, da ist noch eine Sauerstoffkerze. Die nehme ich natürlich grandios mit. Beschleuniger-Blaupause. So, warte mal. Sauerstoffkerze nehmen wir. Oh, ich hoffe, dass wir das schaffen. Beim letzten Mal so knapp. Und dann auf einmal. Also Essen und Trinken müssen wir ja auch, ne? Dürfen wir jetzt nicht vernachlässigen. Was ist hier? Plastik, ganz toll. Oder können wir... Nee, warte mal, wir können doch auch bauen, ne? Dickes Isolierband, oder? Noch ein Bohrer. Fleisch, ganz toll. Fleisch, können wir was essen? Das ist super. Da könnten wir uns, glaube ich, Steaks oder so bauen, ne? Inventar voll. Shit. Lass mal gleich gucken, wie wir... Ich meine, dickes Isolierband können wir, glaube ich, craften. Ich vergesse solche Sachen immer ganz schnell. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Metall würde ich nochmal mitnehmen. Ach, geht ja nicht. Unser Inventar ist ja voll. So, dann lass mal gucken. Den Alkohol würde ich mal fallen lassen. Und... trinken. Trinken bauen, das ist gut. Trinken brauchen wir auf jeden Fall jetzt gleich. So, Wasser. Hier. Ein Steak können wir machen. Damit werden wir bestimmt richtig satt. Steak. Plus 100 Hunger. Nice. Erstmal essen. So, warte mal. Hier, Steak benutzen. Ja, und trinken. Ich würde vielleicht nochmal was zu trinken herstellen. Wenn wir hier Wasser... Da oben. Wasser. Und Wasser. Und... Na. Wasser und... Wasser. Steak, super Idee. Erstmal eine Sauerstoffkerze. Und dann würde ich nochmal Wasser herstellen. Und dann gucken wir gleich mal, ob wir das Isolierband irgendwie hergestellt bekommen. Wir sind auf einem guten... Also wir sind im guten Flow. Das funktioniert soweit ganz gut. So. Wo ist das Ding? Da. So, was haben wir denn hier? Ausrüstung. Beschleuniger, ja. Dickes Isolierband. Haben wir, glaube ich, noch nicht gefunden. Wir müssen noch andere Ressourcen sammeln. Das kann ich mal wegschmeißen. Das brauche ich gerade nicht. Plastik. Können wir noch eine Sauerstoffkerze herstellen oder fehlt uns dazu noch irgendwas? Batterie fehlt uns. Metall. Wir müssen Metall sammeln. Nein, nicht wegschmeißen. Bist du verrückt? Benutzen. Metall. Wir müssen Metall sammeln. Das machen wir mal eben händisch. Irgendeine Ressource fehlt uns noch, damit wir dickes Isolierband herstellen können. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Ich glaube, wir brauchen Kabel oder so dafür, oder? Nee. Was brauchen wir denn dafür nochmal? Das haben wir ja schon mal gesammelt. Irgendeine Ressource fehlt uns noch. Das haben wir auch schon. Kupfer. Plastik. Schaber benötigt. Nee, das war kein Schaber.
fuck. Was war das nochmal für eine Ressource? Ja, ich weiß, I know. Benutzen. Was brauchen wir denn nochmal für das dicke Isolierband für eine Ressource? Wir können aber trotzdem ein bisschen was herstellen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Also die Hälfte haben wir schon mal. Mann, Mist, der Knüppel fehlt. Das ist doch, das kann doch jetzt nicht unser Untergang sein, oder? Nochmal so ein Steak herstellen. Vielleicht nochmal so eine Ration auch und nochmal so ein Steak. Wenn wir schon dabei sind. Dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zu essen auch dabei. Dann können wir zwischendurch nochmal was essen. Trinken wäre, glaube ich, ganz gut. Da müssen wir aber erst was sammeln. Sauerstoffkerze. So. Jo, benutzen. So, warte. Ausrüstung, Gegenstände, Sauerstoffkerze. Wir brauchen Titan dafür, Aluminium und Batterie. Wir haben noch zwei Batterien, das heißt, eine können wir jetzt noch herstellen. So. Gut, jetzt die... Ah, da, ich sehe ihn. Ja, nice. So, was brauchen wir jetzt nochmal? Mit dem Knüppel? Wir wollten... Genau. Wo haben wir denn die Kisten? Hier. Dickes Isolierband brauche ich. Benutzen. Wir müssen auf jeden Fall diese Dinger aufbrechen jetzt. Damit wir vielleicht dickes Isolierband finden. Damit wir das Rezept bekommen. Vielleicht auch ein Radio kaputthauen, kaputt schlagen. Sollen wir gleich mal gucken. Das hatten wir schon. Oh, Haltbarkeit nur noch 7, 6. Ja, nice. Kann ich aus Gummi? Wo fand ich denn nochmal Gummi? Gummi habe ich, glaube ich... Ah, aus so Matten waren das, ne? Kann ich den noch zerstören? Und noch eine Batterie. Nice. Sehr schön. Okay. So. Benutzen. So. Fuck. Nicht fuck, sondern zusammengesetzt. Batterie. Gut. So. Ausrüstung, Gegenstände, Sauerstoffkerze. Werkzeuge. Knüppel können wir herstellen. Nice. Würde ich auch direkt mal machen. Haben wir den jetzt? Nein, können wir nicht machen. Okay, ich dachte, durch das Klebeband können wir das machen. Ich will mal eben schnell so ein Steak mir reinpfeifen und was trinken. Dazu müssen wir eben was zu trinken organisieren. Die Trinkdinger. Am besten 4 Stück. Dann können wir 2 Flaschen machen. Ja, ich benutze mal eben. Gleich mal gucken wegen Aluminium, ne? Ist ganz wichtig auch, dass wir Aluminium im Blick haben. So, Wasser herstellen. Wir haben noch 1, 2, 3 mal Aluminium. Wir müssen Aluminium auf jeden Fall sammeln. Das können wir jetzt gleich mal machen. So, trinken. Aluminium da hinten. Weiß ich nicht, ob wir da schon waren am Asteroiden. Oder da irgendwo. Müssen wir gucken, ob wir jetzt irgendwo was finden. So. Da ist noch was. Nice. Jo. Versucht 30 Minuten zu überleben. 20 Minuten haben wir. Also noch 10. Wir kriegen es ganz gut hin jetzt aktuell. Schauen mal, ob das klappt. So, das haben wir. Sonst noch irgendwo Aluminium oder sonst irgendwas? Ich drücke mal Shift zum irgendwie schneller fliegen, aber es geht ja gar nicht. So, Essen, Trinken ist jetzt erstmal uninteressant. Haben wir aufgefüllt. Ein paar Sauerstoffkerzen haben wir. Mal gucken, ob wir irgendwo... The
Breath Edge Funeral Agency is the major sponsor of the Leia Interplanetary Research Center. The Breath Edge Funeral Agency and the Leia Interplanetary Schlagen? Research Center are a contribution to the future of humanity. Schlagen, weiß ich nicht. The Leia Interplanetary Research Center does not approve of violence against robots. Gewalt gegen Roboter. Okay, Gewalt gegen Roboter machen wir nicht. Roboter haben auch Gefühle. Knüppel benötigt. Oh nein. Einen haben wir noch. 20 Haltbarkeit. Okay. Haben wir hier noch was wie Sauerstoffkerze? Ich weiß, dass wir auch eine Taschenlampe hatten beim letzten Mal, aber ich weiß nicht, wo die... Sign of suffocation, please try to use the remaining oxygen in your blood as sparingly as possible. Weil ich sehe nicht alles so genau. Da ist nochmal ein Dings. Hier ist nochmal Titan. Können wir auch nochmal sammeln. Ja, Sauerstoff nicht unbegrenzt. Ich weiß, da ist, glaube ich, eine Schere. Ah, Schere vielleicht für Gummi. Wäre, glaube ich, ganz gut. Können wir mitnehmen. Titan. Wo ist es hingeflogen? Da. Wo ist die Schere jetzt? Ich sehe sie nicht mehr. Mist, ich sehe die Schere nicht. Da. Da ist sie, glaube ich. Müssen wir nur gucken, wo wir Gummi herkriegen. Das ist auf so Gummimatten, aber ich sehe keine. Das müssten so Gummimatten sein, die man so rausschneiden kann. Daran kann ich mich noch entsinnen, aber ich weiß nicht, wo wir welche finden. Wir sollten auf jeden Fall erstmal zurück. Und schauen, dass wir vielleicht noch ein paar Sauerstoffkerzen jetzt herstellen. Was ist das da? Was ist das? Ach, Metall. Guten Morgen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich will es jetzt auch nicht zu viel riskieren. So, 22 Minuten. Es sieht ganz gut aus. Aber dann ist es doch nicht vorbei, oder? Ich glaube nicht. Das vorbei ist es doch noch lange nicht. Das, ich kann mir vorstellen, dass es einfach eiskalt weitergeht. Na. So, da ist auch eine Werkbank. Ich weiß nicht, ob da auch eine Werkbank ist oder was das ist. Diese anderen. Da sind wir ja beim letzten Mal auch hingeflogen, aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, was da genau war. So, Ressourcen. Sauerstoffkerze. So, wir brauchen Batterie. Alkali brauchen wir jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alkali. Gut, dass du sagst. Ja, da müssen wir jetzt gucken, ob wir irgendwo Alkali finden. Da ist, glaube ich, Alkali. Ja, nice. Sehr schön. Alles ziemlich in der Nähe. Sehr schön. Würde ich direkt bauen. Dann haben wir es. Und dann vielleicht auf dem Asteroiden nochmal gucken, ob wir da nochmal ein paar Ressourcen gleich finden. Aber Gummi bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Also Gummi habe ich jetzt, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Mal gleich mal schauen. So, Batterie. Dong. Metall. Nein. Was? Ah. Oh. Ernsthaft? Jetzt Metall? Jetzt fehlt uns mehr Metall. Das glaube ich ja beinahe gar nicht. So. Metall, Metall, da ist auch nochmal Metall. Huch, uah, fliege ich auch noch vorbei. Das ist im Weltraum gar nicht so einfach, hier zu düsen. So, da ist noch Metall. Kleine Metallreste können wir ja einfach so einsammeln. Trinken vielleicht nochmal mitnehmen, vorsichtshalber. Falls uns doch nochmal durstig wird gleich. Ist das Metall? Nein, da ist Plastik. Habe ich gerade Metall gesehen? Da. So, wir haben nur noch zwei Sauerstoffkerzen. Ich wollte es nur erwähnt haben, so langsam wird es knapp. Aber wir können, glaube ich, wieder was herstellen. So, Wasser, Wasserkügelchen. Hier ist nochmal ein Titan. Oh, ich sehe Alkali. Alter Schwede, das nehme ich mit. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Da könnte aber einen drauf lassen. So. Oh, Ressourcengeil. So, Ressourcengeilo. Okay, so gut. Das ist doch super für uns. Das heißt, wir können... Nein, wollte ich gar nicht. Das hier herstellen.
Brauchen wir... Nein, brauchen wir nicht. Ich dachte, wir brauchen für Sauerstoffkerze auch Metall, aber brauchen wir nicht. Vollkommener Quatsch. So. Ja, Moment. Geht sofort weiter. Huch, wo sind wir denn hier? Hier. So, Batterie. Können wir jetzt eh nicht mehr, weil wir kein Metall mehr haben. Aber wir können dafür die Sauerstoffkerze. Knapp fünf Minuten noch, dann haben wir es geschafft. Alter, ich feiere das, dass wir es jetzt endlich haben. So mit Ruhe und Sorgfalt haben wir es dann doch geschafft. Also diesmal werden wir es auf jeden Fall schaffen. Außer irgendwas Gravierendes passiert jetzt. Aber ich bin gespannt, was in einer halben Stunde dann passiert. Also, ne? Trinken können wir auch nochmal gleich eben schnell herstellen. Nicht, dass wir gleich noch irgendwo hin müssen und dann stehen wir da. So. Wasser mal eben herstellen. So. Nein, ich wollte nicht. Entschuldigung. Benutzen. Trinken, essen. Vielleicht nochmal ein Steak machen und dann nochmal Wasser. Machen wir direkt zwei Steaks. Und nochmal Wasser. Und dann sind wir, glaube ich, gesättigt. So, benutzen. Jawohl. Das sieht ganz gut aus. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen weitere Sauerstoffkerze. Dazu brauchen wir erstmal wieder Batterie. Batterie brauchen wir Metall. Metall. Haltbarkeit 2. Ja, ist das Metall? Nein, das ist kein Metall. Benutzen. Man vergisst tatsächlich oben so ein bisschen die Zeit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Man achtet da nicht mehr so drauf. Wenn man ein paar mehr Sauerstoffkerzen hat. Das ist, ja. Metall. Da kleucht auch nochmal Metall rum. Ich nehme nochmal ein paar bisschen Getränke mit. Aber das wird das... Das ist Plastik. Ich dachte, das wäre Metall. Da ist, glaube ich, auch nochmal Metall am Liegen. So. Was wird jetzt gleich passieren? Lass uns mal überraschen. Vielleicht finden wir ja doch noch Gummi. Please try to relax and slowly count to 10 if you have enough oxygen. Nein, ich habe keinen Stress. Alles ist super, alles ist bestens. Stress, ach, Stress ist doch gar nicht, ist doch alles gut. So, was haben wir hier? Stoffrolle. Was konnten wir denn mit der Stoffrolle nochmal machen? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Hier waren wir auch noch nicht gewesen. Was konnten wir denn mit der Stoffrolle machen? Ich sammle mal Stoff. Und Schnaps. Stoff und Schnaps. Wenn eine Alte chillen will, kein Problem. Dann komme ich vorbei. Ich komme nicht allein, denn ich habe Stoff und Schnaps. Ich habe Stoff und ich habe Schnaps. So, hier waren wir. Jetzt mal da unten gucken. Da sieht noch interessant aus. Da vielleicht könnten wir vielleicht noch was finden. Da ist noch Alkali. Da gehen wir hin. Metall brauchen wir noch, ne? Wie gewohnt. 28 Minuten. Gleich ist es soweit. So, Metall. Wir brauchen Metall. Metall. Hier ist Metall. Metall. Und da auch nochmal Metall. Und da ist nochmal Alkali. Oh, ist ja ein richtiges Paradies hier. Jetzt das Inventar voll. Willst du dich veräppeln? Da ist weg. Brauchen wir nicht. Stoff weg. Wir brauchen Alkali. Das ist viel wichtiger. Wir müssen überleben. Survival. So, wir haben noch einen Greifer. War hier noch irgendwie Aluminium oder so? Down. So, jetzt gleich ist es soweit. Oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten. Da ist noch mehr Alkali. After the test, you'll have a bright future with human value. Aha. Da bin ich mal gespannt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Splendid. The test is entspannen over. Und ersticken. Now you need to relax and suffocate. Please do not try to survive longer than the allotted time or leave the perimeter. This is very important. Thank you for your understanding. Was? Ich will aber nicht. Aufgaben, entspannen und ersticken. Ich will aber nicht ersticken. Ich möchte weitermachen. Ich würde gerne... ich würde gerne ein paar Batterien machen. Wenn ihr nichts dagegen hättet. So. Aluminium. Wir haben noch einmal Aluminium. Wir werden wahrscheinlich drauf gehen. Oder wir finden halt noch... wie gesagt, wir finden noch Aluminium. Vielleicht gucken wir mal, ob wir irgendwo Aluminium finden. Das wäre jetzt vielleicht das nächste, was wir machen könnten. Aluminium zu finden. The test is over. Please relax and let our evacuation. Bitte entspannen Sie sich und lassen Sie Ihren Körper abholen. Will ich aber nicht. Will ich aber nicht. Ich will nur noch ein bisschen rumfliegen. So. Nö, will ich nicht. Ich habe mich jetzt spontan dazu entschieden, einfach weiterzumachen. So, ich bin noch im Modus, denn ich kann leider nicht speichern. Das ist das... Das Problem ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie ich speichern soll. Ich wollte eigentlich jetzt hier mal geguckt haben, ob ich hier vielleicht Gummi finde, aber es sieht nicht so aus. Vielleicht lassen wir uns auch einfach sterben. Mal gucken, aber ich habe dann Angst, dass wir dann vielleicht doch alles wieder von vorne machen müssen. Deswegen bin ich mir da so gar nicht so... Das ist nichts, ne? Going into space outside the experimental zone can be dangerous. Okay. Vielleicht sollten wir es doch tun, oder? Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich bin aber überlegen, ob ich das jetzt in einer Folge dann mache, die zweite. Oder ob ich da wirklich, ach, da ist Experimental Zone. Da hinten ist die Zone dann zu Ende. Okay. Ob ich das in einer Folge aufnehme, weil ich würde das schon ein bisschen erkunden wollen hier. Aber, oder ob ich das... Okay, pass auf. Ich stelle jetzt keine Kerze mehr her, einfach provokativ. Und nehme jetzt noch die letzte. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich bin gespannt, weil ist ja die Aufgabe, ne? Schauen wir mal, was ist das denn hier? The increased concentration of cooling gel is a unique requirement. Hurra. Oh, hier sind so viele Sauerstoffkerzen. Da sind so viele Sauerstoffkerzen und da ist noch Aluminium. Oh mein Gott, nein. In meinen letzten Reserven werde ich jetzt hier noch... Das ist, glaube ich, ein Bild, ne? Das ist, glaube ich, ein PNG-Bild da hinten. Werde ich, glaube ich, jetzt erstmal noch ein bisschen Aluminium abbauen. Vielleicht behalten wir das ja. Mal gucken. Deswegen, vorsichtshalber. Was ich hab, das hab ich. Die Kerzen hätte ich normalerweise auch aufsammeln können. Dann werden wir jetzt einfach entspannen und ersticken. Ganz entspannen. Und einfach vor sich hingleiten. Und wir machen nichts. Alter, wenn wir jetzt wirklich alles von vorne machen müssen, dann kündige ich. Gewalt anzuwerden? Was? Sicherheitsdienst auf dem Weg zu ihm? Bitte leisten Sie keinen Widerstand? Was? Aua! Was? 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 Aua! Alter, ja, ich sterb doch schon! Was? Aua! Ja! Oh! Ah! Alter! Was? Hilfe! Alter, was zur Hölle? Die Aufgabe ist erledigt. Sie haben alles getan, was sie konnten. Nicht wahr? Bin ich mir nicht so ganz sicher? Ja, jetzt weiß ich gar nicht. War es das jetzt gewesen? Gibt's da noch mehr? Tja, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zusehen und vielleicht bis zum nächsten Video. Ja, das war erstmal Breath of Ash DLC. Ich guck mal, falls ich noch was rausfinde, ob da noch mehr gibt, werden wir uns das nochmal angucken. Aber erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Oder ist hier noch irgendwas? 0 von 11 Sammlungen, Status 37 abgeschlossen. Hä? Achso, wahrscheinlich hier die Errungenschaften. Okay, gut.
bis zum Ende abgeschossen. Das haben sie toll gemacht. Das Bild ist ja lustig. Okay, gut. Wie gesagt, das soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Tschüss.